Servus Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und weiter geht's mit einer Folge Let's Play Final Fantasy 15. So, in der letzten Folge hatten wir die erste Königsaffe geholt. Schwert des Weisen. So, heute, also ich habe gar nicht richtig weitergespielt, ich bin nicht weitergegangen. Jetzt müssen wir jedenfalls in so einen Dungeon rein und ich glaube, dass es da die nächste Königsaffe gibt. Es ist die Quest, die Kraft der Könige. Die Königswaffe in den Kelkatrich-Schanden zu finden. Euch vor. Schauen wir mal, ob wir die jetzt finden hier. Hey, seht mal! Eine Tür. Was für ein seltsamer Ort. Sieht aus, als hätte hier jemand gewohnt. In diesem Loch? Vielleicht mussten sie vor etwas hierhin fliehen. Metallsplitter. Arme Schlucker. Was meint ihr? Sind die immer noch hier? Okay. Was ist das für ein Kabel? Es führt hier rüber. Die Decke ist mir nicht geheuer. Sieht ziemlich mitgenommen aus. Ob das hält? Okay, ist das hier so eine Art Labyrinth oder sowas? Elektrodenkondensator. Ein Generator? Sieht so aus. Ah. Oh, und es ward Licht. Und es werde Licht. Aber auch Zeit. Sehr gut. Jetzt wissen wir, wo das Kabel hingeführt hat. Ups. Was war das? Sorry. Nur eine Dose. Ängstlich. Du Trampeltier. Hatte beinahe einen Herzinfarkt. Was war das? Die Decke. Ich will hier nicht sterben. Also machen wir es kurz. Okay, hier kann man nicht weiter. Ach, was macht denn hier? So, hier geht's weiter. Nee, was ist das hier? Lampe bloß. Okay, kann man nichts interagieren oder sowas. Fieses Geräusch. Was? Irgendwas wartet auf uns. Hinter der nächsten Ecke. Ich hab's im Gefühl. Du hast bloß Schiss. Verrottetes Metallstück. Ich glaube, ich brauche das die Metallstücke zum Tune von den Waffen, oder? Kann das sein? Ich glaube schon. Hm, machen wir auch mal auf. Die Tür ist. Mann, bist du stur. Okay, die ist verschlossen. Die ist zu. Ja, ich hab's gehört. Hallo! Oh nee! Hier ist auch abgeschlossen! Die Richtung wirkt jedenfalls vielversprechend. Rennt so weit vor. Was ist hier? Wollt ihr nicht nachschauen? Von mir aus müssen wir nicht. Also bleiben lassen? Gehen wir mal da unten durch. Gucken wir mal, ob es hier was Schönes gibt für uns. Okay, da hinten blitzt was. Gehen wir hier weiter. Hier geht's nicht weiter. Ich hätte schwören können. Oh. Was zur Hölle? Stromausfall? Was ist denn los? Ist das lästig. Klappe zu, Monster tot. Beobachte die Bewegungen deines Gegners. Ja, ja, ja. Und sei vor allem. Stirb, du Vieh. So, hier. Adieu. Das Schwert kommt schwingen. Pass bloß auf mit dem Ding. Komm. Das ist ja richtig in Fahrt. Kinderleicht. Okay. Elixier Phönixfieren heilbar. EP Maximum. Gedenkmünze. Ob der Generator den Geist aufgegeben hat? Lass sich jetzt auch nicht ändern. Los, weiter. Gehen wir hier durch.
Guckt mal, noch ein Generator. Schön brav, meine Lieben. Das! Sehr gut. So, machen wir den mal an, wenn wir... Vorwärts. Ja. Jo. Licht, Licht. Brauchen wir Licht. Huch. Was ist da los? Zwecklos. Okay, dann geht's hier weiter. Wartet! Habt ihr das gehört? Kein Plan, wo ich lang muss. Okay, Update-Datei wurde installiert. Okay, hier geht anscheinend nichts. Kann man hier irgendwas machen? Hier kann man nichts machen. Nichts kann man hier machen. Dann schauen wir mal, ob wir hier rein können. Oh, das sieht gut aus. Okay. Auf eine schlechte Art. Seht euch besser vor. Otto-Armbrust. Da haben wir 5000 verschiedene Wege. Elixier. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann gehen wir hier rein. Vorwärts. Klar. Ja. Boah, was ist denn das, Alter? Okay, warte mal. Schauen wir mal, gegen was das anfällig ist. Warten. Okay. Boah, Alter. Ja, doch. Wann geht denn das nicht? Jetzt. Zickt hier ein bisschen rum. Dauert ganz schön lange, bis es analysiert ist. Ach, ne, Stufe 12. Okay, ich bin, glaube ich, ja Stufe 10 oder so. Okay, Großschwert. Feuer, super. Ich habe nichts davon. Dann müsste ich... Ausrüstung, Noctis. Tun wir mal die Lanze weg. Für diesen da. Und dann stellen wir gleich mal wieder zurück. Echtzeit. Einmalig! Mal fehlt auf dem Warp-Punkt. Hui. Überstanden. Okay. Hui. Lasersensor, was alles für Zeug gibt. Oh, wo geht's denn hier weiter? Kein Plan.
Hier sind wir gekommen. Hier ist zu. Da sind wir doch schon durch. Wir müssen irgendwie hier durch und dann hier hoch. Drehen wir uns mal um. Dann gehen wir hier mal weiter. Elixier. Jetzt gehen wir hier. Hier war das mit dem Feuer. Genau. Hier geht's aber nicht weiter. Okay, hier war das Riesenvieh. Ah, okay, da geht's durch. Okay, wir haben einmal im Kreis gelaufen. Ich weiß eben nicht, ob ich die jetzt auch schon mal heilen soll oder nicht. Heiltränke. Halt vollständig. Super lang. Halt die aktuellen Elfen. Alle Charaktere. Mega Phönix, Mega Trank, Gegengift. Machen wir erstmal nix. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Was ist denn das eigentlich für eine Stufe? Stufe 6? Das müsste eigentlich locker gehen. Das müsste eigentlich locker gehen. Okay, da ist die Tür. Da geht's. Was ist denn jetzt schon wieder? Was denn? Hier geht's nicht weiter. Wir gehen jetzt aber erstmal hier durch. Kann man hier nicht durch. Hallo? Hallo? Okay. Königsgrab. Öffnen. Ich glaube, es ist vielleicht der Ausgang gerade gewesen. Bevor wir die Waffe nehmen, schauen wir uns hier in den Raum nochmal um. Okay, wahrscheinlich muss ich eine Königswaffe nehmen. Okay, das scheint eine Speerwaffe zu sein. Nockt leiht sich also die Kräfte seiner Ahnen. So in der Art. Okay. Bei seinen Fortschritten ist er bald stärker, als sein Vater es je war. König auf Pump. Mehr Respekt. Und? Wie ist es so? Schauen wir uns mal die Waffe an. Schwert der Weisen, also tun wir die mal raus. Hä? Ah, die Königswaffen sind hier, gell? Klinge des Obers. Oh, die macht richtig Schaden. Aber dafür geht meine LP runter. Okay, die probieren wir später mal aus, würde ich sagen. Die probieren wir später aus. Als hätte ich ein paar Tricks auf Lager. Ich verzichte dankend auf eine Show. Zum Eingang zurückkehren. Jawohl. Sodala. Quest abgeschlossen. Oh. Ja? Ein Glück. Ich dachte schon, dir wäre was zugestoßen. Ich habe Kräfte gesammelt. Sehr gut. Ich habe eine Bitte.
Das Imperium errichtet an der Straße nach Vestaska eine Kontrollbasis. Wir müssen verhindern, dass sie fertigstellen. Wenn ihr sie nicht zerstört, wird euch der Weg zu weiteren Königswaffen versperrt bleiben. Geht zu Monika. Sie und die Jäger in der Siedlung haben weitere Informationen für euch. Und? Er will, dass wir eine imperiale Kontrollbasis zerstören. Als erstes müssen wir mit Monika sprechen. Okay, also müssen wir zur Basis zurück. Jetzt, wo du es sagst, neulich fiel mir eine Art militärische Anlage auf. Kunststück. Die war ja nicht zu übersehen. Muss es gleich eine ganze verdammte Basis sein? Schaffen wir das denn? Die Mobs jetzt hier weg. Wir müssen nur gut vorbereitet sein. Oh, was? DBD 34? Ja. Also, auf in die Siedlung. Ich glaube, wir müssen da vorbeirennen. Vorsichtig. Okay. Wenn das hier weit entfernt ist, wird das Level Unterkunft suchen. Sehr schlechte Sicht. Putz deine Brille. Danke für den Tipp. Komm weg da. Ja, drei. Kann man hier hin? Zur letzten Unterkunft. So weit weg. Nein, da will ich nicht hin. Wir müssen jetzt da irgendwie vorbeikommen. Puh. Alle wieder beisammen. Sorry. Wir gehen jetzt einfach durch. Gewartet? Scheißegal. Jetzt wird es ernst. Rechts von dir. Mehrere Feinde. Danke. Das ist ein bisschen zu heftig. 34. Muss mal schauen, ob ich nicht in die Fertigkeiten. Ich wollte doch mit Heilung was rein. Ich habe bloß 11 Punkte. Heilung. Was gibt's hier? 12 Punkte braucht man da. Regiert rapide die LP, wenn Nocte Warpunkt an der Waffe hängt. Okay, jetzt kann man noch nichts machen. Mann, Kor ist echt ein krasser Typ. Zum Glück ist er auf unserer Seite. So. Schon sind wir da. Licht! Da fühle ich mich irgendwie gleich sicherer. Ja. Bei Licht müssen wir wenigstens keine sicher fürchten. Da seid ihr ja. Der General hat mich bereits auf den neuesten Stand gebracht. Wir haben einen Weg in die imperiale Basis gefunden. Ich werde ihn auf eurer Karte markieren. Die Route ist relativ sicher und sollte euch Zugang ins Innere verschaffen. Okay. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Metallsplitte. So, schauen wir auf die Karte, wo das ist. Das ist hier unten. Kriegserklärung. Ich würde sagen, fahren wir mit unserem Gefährten. Im Dunkeln fahren ist gefährlich. Schlafen wir irgendwo. Ja, wo denn? Okay. Ja, machen wir Pause. Ah, das ist eh das Zelt da oben, genau. Dann gehen wir gleich hin. Jetzt lade ich einen Blitz auf. Ich
Mal, dann können wir vielleicht noch ein, zwei Level machen. Vielleicht sollten wir heute hier übernachten. Wir sollten erst mal etwas essen. Was ist denn hier Schönes? Maximum EP-Gewinn, das glaube ich ist doch geil. Machen wir mal das hier. 20% mehr EP ist doch nicht schlecht. So. Hab ich gut geschlafen. Imperialen ja, Basis begeben. Dann fahren wir da im Auto hin. So, alle wieder voll, alle wieder da, alle wieder fit. Oh, automatisches Fahren. Und zwar auf Karte. Direkt zum Ziel reisen. Yep. Und ich. Mein Vater vertraute ihr, wie auch Dustin, dem Gardisten, der Iris begleitet. Irgendwie tut es gut, ein vertrautes Gesicht aus Insomnia wiederzusehen. Okay, gehen wir hier weiter. Stufe 8, okay. Okay, die greifen uns gar nicht an. Wir teilen uns hier ja, in zwei Mama. Gruppen. Hoheit, bitte geht alleine weiter. Der General wartet auf euch. Ich starte mit Gladiolus und den anderen ein Ablenkungsmanöver. Okay, bis dann. Mach uns stolz, Kumpel. Wir erledigen unseren Teil. Oh Gott. Bin jetzt alleine da rein mit dir, oder was? Okay, gehen wir mal hier rein. Ich geh doch mal schneller, Mensch.
Wir nutzen die Verwirrung und fallen dem Gegner in den Rücken. Wir kesseln ihn ein und machen kurz einen Prozess. Der Haufen Punkte, 3567. Noch ein Schlag müsste der down sein bei dem. Ah, sehe ich. Okay. Jetzt. Das war ja einfach. Okay. Hättest du damit Probleme, wärst du eine Gefahr für die ganze Welt. Komplett einfach, Mage. Das hätte ich sogar alleine geschafft. Pass auf, dass du nicht zu sehr. Haben die anderen da draußen alleine klar? Konzentrier dich voll und ganz auf deine Aufgabe. Ja, ja, schon kapiert. Geht voran. Okay, Leute, ich würde sagen, bevor wir jetzt aber darunter springen, machen wir hier einen Cut und schaut einfach rein in der nächsten Folge. Dann verpasst auch nichts, wie es weitergeht. Oh, genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao, euer Andi.